Wir haben ein bisschen ein, zwei Sekunden Gameplay fehlen euch ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube Folge 16 jetzt, ja? Okay. Folge 16 hat uns bestimmt. Schön, dass du hier bist. Hallo, ich kann meine Kamera nicht drehen. Na, jetzt kann ich meine Kamera drehen. BD, stimm zu mir! Jetzt können wir dieses Rätsel hier lösen. Das freut mich ja richtig. Hä? Was ist das hier für ein Raum? Der bringt doch gar nichts. Doch, da geht's weiter. Warte mal. Aber wo geht's? Warte, wo geht's da weiter? Mein, hallo! Wo geht's dahin weiter? Okay, da geht's nur runter. Okay, da wollen wir nicht hin. Ich bin gerade noch ein bisschen weiter geschossen. Hey, habt ihr das gesehen? Feind geortet. Hast du Angst vor einem Treffer? Wo kommst du denn jetzt her? Du bist erledigt. Sagt der, der erledigt wurde. Fähigkeiten im Moment, sehr nice. Können wir hier neben uns nämlich gleich mal ausprobieren. So, was haben wir denn für Fähigkeiten? Ich würde erstmal gerne den. Okay, dann bin ich so. Jetzt kostet das zwei Fähigkeiten. Jetzt kostet alle zwei Fähigkeitspunkte! Fast. Okay. Ja, da müssen wir wohl jetzt immer zwei Fähigkeitspunkte sparen. Das war ein bisschen asozial, aber. Was willst du machen? Und das ist noch lange nicht alles. Wir haben den Machtgriff noch nicht, ne? Aber den benutze ich auch eigentlich nur. Ist freundlich. Nicht so wie der Rest. Okay, wir müssen anscheinend dieses Rätsel erstmal lösen. Aber da hinten geht's auch weiter. Oh ne, warte, nicht hier. Da hinten. Hier. Da kommt man so kurz meditieren können wir ja. Damit wir wenigstens gespeichert haben, wisst ihr? So. Gibt's hier diese Fackeln gerade noch? Warte. Läuft doch ganz gut, oder? Wir holen nochmal Schwung. Da hinten ist nämlich ein Echo. Dass du hier bist. Scheiße.
Ey, da musst du so viel machen, warte mal. Wo muss man das hier ranziehen? Da muss man Schwung holen. Da muss man an der Wand laufen. Und gleichzeitig noch das hier grabben. Ja, Prost, Jungs. Ne? Das sind Überreste eines Sepho. Ein Arbeiter, zu Tode erschöpft. Und ist gleich jetzt zurück. Naja, da habe ich ja Spaß drauf. Boah, bis an die Decke ran. BD, was ist denn daran so schlimm, dass BD mal kurz da in die Kiste klettert? Der kommt doch auch raus, also kann auch reinkommen. Hallo? Hi. Ich bin's, deine Mutter. Und da gehen wir da jetzt. Da gehen wir komplett zurück, ne? Gibt's keinen weiteren Eingang. Okay. Nicht so schlimm. Dann gehen wir den ganzen Weg einfach zurück. Ja. Vielen Dank, Herr Kastas. Ja, ey, du bist so dumm, Herr Kastas. Tut mir leid. Ey, du bist doch dumm! Meine Güte. Entschuldigung, das so zu sagen, aber... Das ist einfach die Wahrheit. Okay, hier kommen wir anscheinend auch nicht weiter. Dann würde ich gerne mal nochmal speichern. Und ein bisschen Leben damit auffüllen, ne? So. Dann kommen wir nicht weiter. Wir müssen also dieses Rätsel lösen, dieses komische. Gar nichts Böses. Sehr nice, cool. Okay, jetzt müssen wir anscheinend irgendwas verbrennen oder so. Warte mal. Komm mal her. Komm her. Hä? Was? Ach so, oh, warte mal. Warte mal. Das da irgendwie. Okay, weil das von Wasser irgendwie geschützt wird wahrscheinlich, ne? Naja, okay. Cool, da unten. Hey, BD. Dass da drüben auch Dinger wahrscheinlich erscheinen, ne? Hm. Okay. Wir haben hier noch ein paar Dinger, die noch ungewiss sind. Erst einmal das hier. Wo kommt das rein? Das kommt da rein. Okay, wir sind schneller. Yeah.
Hey, wieso arbeitet ihr alle zusammen? Meine Fresse! Das ist doch nicht wahr! BD sollte mir doch einen Stim geben! Schwierig, 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 schwierig. Aber ich glaube, das bringt uns nichts, ne? Ne, das bringt uns eigentlich gar nichts. Ich glaube, das bringt uns nichts. Was haben die Lianen für eine Bedeutung? Die hängen doch bestimmt einfach gut da, oder? Ja. Oh! Ey, das ist doch zum Kotzen hier. Entschuldigung, aber... Ich verstehe das Rätsel an sich nicht, aber das macht doch gar keinen Sinn. Hallo! Hilf mir jetzt denn zu! Meine Fresse, verpiss dich. Jetzt muss hier noch irgendwo ein Dritter sein. So, okay. Ah ja, ich konnte ja nicht mal ausweichen! Meine Fresse! Entschuldigung! Hilfe, BD! Okay, wir müssen anscheinend eine Leucht-Dingeldongel-Kackel. Er ist hier! Dinger doch mal, komm mal rein. Oh Gott, ey, so zu steuern ist auch ein bisschen doof, ne? Warte mal. Was? Aber hier Wasser. Ja, wie soll ich das denn sonst machen? Rüberwerfen geht nicht. Steckt man da ledig, viel Lichtschwert, ja, genau. Warte mal, hier kommt man hoch. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Danke, dass ich jetzt hier hochgekommen bin, aber... Will ich jetzt irgendwas anziehen, oder? Hä? Was bringt das mir denn?
Nein! Ey, deine Mutter! Entschuldigung, dass ich eure Mutter und Mütter immer mit reinziehe. Okay, die ganze Kacke nochmal, warte mal. Aber wie der Jedi auch keinen Fallschaden nimmt, ne? Ne. Kommt man anscheinend nicht durch, ohne das Ding da durchzubrechen. Dazu müssen wir allerdings auch die Wasserzufuhr stoppen. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir die Wasserzufuhr hier zu stoppen? Meint ihr oben? Also es könnte möglich sein, ja, aber ich sehe keinen Zweck darin, jetzt hochzugehen. Beziehungsweise, wo ging es denn überhaupt hoch? Da hinten, ne? Nee, da war die Kiste. Hä? Kommen wir nicht durch, weil da ein Wasserfall ist. Das können wir auch nirgendwo befestigen hier. Hier kommen wir auch nicht weiter. Außer da zu speichern. Wir speichern mal eben, damit wir noch ein bisschen Leben bekommen. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen gerade nicht. Es ist gerade nur ein Hin und Her. Hier ging's hoch. Warte mal. War das hier? Ah ja, okay. Aber die Lianen machen trotzdem keinen Sinn. Das hat doch. Warte mal. Das hat denn nur diese Kette, ne? Warte mal. Hat sie nicht zwei Ketten? Ja doch, er hat zwei Ketten. Das hat das Seil da unten gewirkt. Also Leute, ich verstehe es gerade nicht. Ich verstehe es gerade wirklich beim besten Willen nicht. Ja.
Hilfst du mir mal bitte? Denk nicht mal dran. Oh, okay. Gut. Damit haben wir bewirkt, dass der Stein da landet. Was bewirken wir damit? Dass die Kugel noch höher gezogen wird. Okay, warte mal. Vielleicht bringt das ja was. Mal schauen. Ich wüsste zwar nicht, welchen Effekt das hat, aber okay. Hier ist nur ein Magnetfeld. Das Magnetfeld müssen wir nicht aktivieren. Alter, aber auch gerade so. Frage, können wir die einfach darüber schicken? Nee. Dann verblassen die. Und da können wir nicht durchschießen, weil da Regen ist. Die können wir auch nicht dann durchschießen, wenn wir da. Beziehungsweise da oben kommen wir jetzt auch nicht mehr ran. Dann macht das ja alles keinen Sinn. Warte mal. Okay, mit Wasser in Berührung ist schon mal schlecht. Mit Wasser in Berührung ist schon mal schlecht. Der Magnet hilft uns jetzt auch nicht weiter. Ich sehe gerade keine Lösung, Leute. Also wir könnten versuchen, von der äußersten Spitze hier an irgendwas da hinten ranzukommen, aber kommen wir nicht. Weil so hätten wir sie ja machen können, so wisst ihr. Der Magnet, der bringt auch nichts. Der hier. Der zieht das nur daran, ne? Hier so leicht bergab, deswegen dachte ich schon. Warte, ich hab da. Guck mal her. Achso, nee, auf Feuer. Was ist denn, wenn ich dich da schon reinschieße? Perfekt. Da holen wir uns gleich mal ein bisschen Vorrat. Hoffentlich bloß nicht verlieren, oder? Sie ist zu stark. Haben wir uns erstmal 4 oder 5 Leute. So. Die schießen jetzt da ran, oder? Warte mal, komm mal her. Nein! Fuck, okay, ein bisschen weiter nach links. Ja! Sehr geil. Okay, sehr gut. Wo ist das Monster? Monster ist erledigt. Super. Ich werde gerade noch rumgeschrien. Okay, gut. Folge verbracht, nur um das hier rauszufinden, ne? Ist schon ein bisschen asozial, ganz ehrlich.
Ja, und jetzt? Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Und ich meine Lex wieder. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiterforschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Nein. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Willst du mich verarschen? Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Nein, wissen wir nicht. Ich weiß ja nicht mal, was ein Astrium ist. Ach so, der ist hochgefahren. Ey, ich war da unten noch nicht fertig. Fickt euch doch. Ist schon nicht schlecht. Ist das ein Astrium? Anscheinend nicht. Vielleicht müssen wir da ja nochmal irgendwann rein. Erstmal wird gespeichert. Und ich würde sagen, damit beenden wir auch diese Folge erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir das Astrium finden und vielleicht noch weitere Logikfehler. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, 28 Minuten, nicht mal. Tschüss.